Ja, Alter, wie crazy. Was? Wie geil war das denn gemacht? Was? Hallöchen, meine lieben Pikachus, was geht ab? Euer Beats heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, liebe Freunde. Wir bewegen uns heute wieder auf der wunderschönen Zuschauer-Trap-King-Map. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich würde mich ziemlich über einen Daumen nach oben freuen. Like kräftig mal das Video. Ansonsten wisst ihr Bescheid, kostenlos abonnieren ist kostenlos und ihr abonniert mich und ihr verpasst nichts. Ganz einfache Rechnung. Viel Spaß. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal hier. Ich bin auf einer wunderschönen Map wieder für mich gebaut worden. Hier ist ein Pfeil nach unten und da steht dran, Tipp. Achso. Ich brauche aber eigentlich gar keinen Tipp. Ich will eigentlich nur hier durchspielen. Oder ist hier der Start? Wir testen mal. Okay, ich laufe einfach mal hier durch. Vielleicht ist hier auch einfach nur... Oder hatte ich da... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir haben hier auf jeden Fall eine Chest. Achso, was ich noch sagen muss. Das sind alte Sachen, die hier im Inventar sind. Sorry, dass die letzte Woche jeden zweiten Tag nur ein Video kam. Ich habe zeitlich leider nicht anders hinbekommen. Und ich hoffe... Oh, da ist was, oder? Nee, doch nicht. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Ich mag das auch selber nie, wenn nicht... Ah, hier sieht es doch mal richtig aus. Ich mag es selber auch nicht so. Game Mode 0 muss natürlich auch gemacht werden. Wenn nicht jeden Tag ein Video kommt, aber es ging einfach nicht anders. Und deswegen jeden zweiten Tag und ich hoffe jetzt auch wieder jeden Tag. Duck Gengar, Dankeschön fürs Bauen auf jeden Fall schon mal. Ich hatte sogar schon mal was von Duck Gengar. Vielleicht hat er auch zwei Dinger gebaut. Wir werden sehen. Man muss die Diamantspitzhacke finden und dann die Smaragde abbauen. Okay. Gut, dann... Moment, ist hier hinter irgendwie irgendwas? Nee, ne? Nee, okay. Lol, das ist... Ja. Es ist halt schon sehr gefährlich hier, die ganzen Türen hintereinander. Aber da geht's weiter und hier hinter ist, glaube ich, auch nichts mehr versteckt. Okay. Ja, okay. Hier war die ganze Zeit gar nichts und dann habe ich irgendwie damit auch nicht gerechnet. So, wo geht's weiter? Wir laufen einfach mal nochmal rein. Okay, also hier hinter ist dann auch nichts mehr, ne? Oder hier oben? Ne. Er hat halt direkt dahinter die Schilder gesetzt. Deswegen war sehr schlau von ihm. Okay, jetzt sind wir hier durchgesneakt. Ich versuche mal so wenig wie möglich zu sneaken, damit wir auch mal die Fallen hier, ne, testen können und sowas. Aber das war tatsächlich auch nicht schlecht gemacht. So, okay, hier leider nicht. Das ist die gleiche Kiste, die man von außen öffnen kann. Okay, da ist halt dann wirklich nichts. Eventuell ist hier ja doch was in der Lava. Eventuell nicht. Jetzt ist die Frage, ob das hier wirklich... Ich nehme einfach mal hier so eine Lore mit und setze die hier hin. Ich meine, es kann ja irgendwie nichts ganz so Schlimmes passieren, oder? Man kann auch sterben. Ist für manche ja dann doch etwas schlimmer. Okay, wir machen das Gleiche jetzt nochmal. Nur, ich steige rechtzeitig aus. Ich meine nämlich, ich habe da... Smaragde gesehen. Okay, Ziel. Ja, aber es ist noch nicht das Ziel, weil ich muss ja erstmal die Dinger auch abbauen, ne? Das wisst ihr. Ich muss dieses Smaragde abbauen. Ich kann mir vorstellen, dass hier oben... Moment, wo war denn das? Ich kann mir vorstellen, dass sie dort oben eventuell versteckt ist. Und das können wir eventuell hier mit einem Jump'n'Run erreichen, oder? Vielleicht ist das ja hier der richtige Weg. Wer weiß es schon. Okay, einmal außen rum. Okay, hier rum. Jawohl. Bislang sieht es sehr gut aus. So, und jetzt komme ich wieder hin. Ich muss anscheinend hier drauf, oder? Ja. Und... Ja, ja, ja. Oh, nein. Versuchen wir es direkt nochmal. Oh, hä? Wieso habe ich Fallschaden bekommen? Hä, das hat ja gar keinen Sinn gemacht. Hä? Wieso kriege ich auf dem Block Fallschaden? Ich glaube, das passiert halt, wenn man zu sehr außen... Okay, jetzt hat es geklappt. Ja, ich finde es aber trotzdem irgendwie komisch. Warum zur Hölle kann man hier... Okay, das ist einfach nur so. Ich dachte, hier ist eventuell noch was versteckt. Aber wir können ja jetzt die Dinger hier eigentlich abbauen, oder? Ja, wir können sie abbauen. Oh, hier ist vielleicht sogar noch was drunter versteckt. Ah, ist hier was? Ist hier was? Nee, okay. Nein, aber das heißt, wir haben gewonnen. Das ist schon mal gut. Nächster Plot heißt Ellie-Plot. Okay, dann bin ich mal gespannt. Hier sieht man erstmal nichts. Das sieht auch crazy aus, ne? Das hatten wir... Lol, das sieht auch wirklich crazy aus. Ich glaube, die haben wir auch noch nicht gespielt. Jetzt schaue ich aber erstmal, was hier ist. So, okay, das sieht crazy aus. Ich weiß nicht, ob ich da unten runter sollte. Was zur Hölle, das sieht irgendwie nicht fertig aus, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist nichts Fertiges. Nee, das sieht ganz und gar nicht fertig aus.
Okay, dann machen wir hier wirklich mal weiter. Das hatten wir noch nicht. Ne, hatten wir noch nicht. Es gab nämlich einen Plot, der so ähnlich aussah, aber das ist nicht der. So, was steht denn hier? Syntaxfehler hat das Ganze gebaut. Die Fahrstuhlfalle war auch von mir. Aha, okay. Und von Pauli. Es gibt kein Ziel, okay, aber es sind trotzdem viele Fallen. Alles klar, liken und Abo dalassen nicht vergessen. Genau, Leute. Falls ihr noch kein Like dagelassen habt, jetzt mal den Daumen nach oben drücken. So, hier haben wir eventuell ein Wiedereinstück. Ja, genau, haben wir gesehen. Tschüss. Der ist gesetzt, alles klar. So, ey, das ist, als ob das ja wirklich der einzige. Ne, okay, hier geht's auch runter. Aha, hier genauso. Aha, okay. So, bring mir 5 Kohle. Alles klar, den Rest lege ich mal hier rein. 5 Kohle soll ich ihm bringen. Was passiert hier? Nichts, okay. Ich lasse mich natürlich immer, ne, einfach drauf ein. Hier zum Beispiel weiß ich. Ne, hier passiert nichts. Okay, das Ding muss ich halt. Achso, ich muss wahrscheinlich sowieso in Game Mode 0. Genau, hier kann ich ja drunter sneaken. Und habe schon mal einen Kohleblock abgebaut. Und 2 und 3 und. Hä? Lol. Also, es hat funktioniert, aber ich glaube, er hat vergessen, hier was reinzulegen. Hier ist Lava, ne? Hier sterbe ich. Ne, hier sterbe ich nicht. Hier kann ich runter. Aha, Moment. Vielleicht komme ich ja noch weiter runter sogar. Oder ist es ein. Oder ist es extra gewesen? Ich weiß es nicht. Moment, komm nochmal runter. Ne, hier geht es dann tatsächlich nicht mehr weiter. Okay. Alles klar. Wir haben aber 5 Kohle. Und die kann ich ihm ja jetzt bringen. Hier, bitteschön. Damit haben wir die Aufgabe Nummer 1 bewältigt. Ich glaube tatsächlich, das war ein bisschen Fail. Ich glaube, es war ein bisschen Fail. Aber gut, ist ja nicht schlimm. Kommt jetzt hier ein Jump'n'Run oder was soll es sein? Alter, auf so Ketten habe ich auch noch keinen Jump'n'Run gehabt, wenn ich ehrlich bin. Aber es funktioniert. So, okay, jetzt haben wir den Jump auch geschafft. Ah, muss ich jetzt da drauf? Alter, crazy. Okay, und jetzt kann ich auch auf den Baum drauf. Hier ist eine. Ja, wir probieren es einfach mal. Ich kann hier. Jawohl, ich kann mich hier durchbuggen. Und dann hier runter. Gut, das sieht schon mal vielversprechend aus. Oh, hier ist ein Geheimraum. Kann ich mich hier irgendwie durchbuggen? Ja, hier ist nichts und das kann ich nicht öffnen. Eventuell hier. Achso, Moment mal, ist da noch was? Nee. Kann ich mich hier durchbuggen? Ja. Alter, wie crazy. Was? Wie geil war das denn gemacht? Was? Alter, das war übertrieben gut gemacht. Es war die gleiche Taktik wie die, die wir kennen. Also einfach nur mit einem Ding hier, also mit einem gespannten Seil. Dann liefert er hier das Signal weiter und schiebt dann einfach nur den Block raus. Ja, krass. Heftig, aber das war richtig gut getimed. Hat mir mega gefallen. Jetzt die Frage, kommt man von der anderen Seite? Ich glaube, ach so, man hätte beide Seiten, okay, man hätte von beiden Seiten das Jump'n'Run machen können, glaube ich. Alles klar, dann schauen wir mal hier weiter. Geht's hier irgendwie rein? Anscheinend nicht. Haben wir noch irgendwelche Fallen hier, die wir noch nicht gesehen haben? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, wir sind vollständig. Wir haben hier neben aber auch direkt einen Plot und ich glaube, den können wir auch nochmal austesten. Und starten einfach. Was zur Hölle? Das ist doch irgendwie. Ich glaube, das ist anders geplant gewesen. Ich bin hier gefangen. Ich glaube, das ist anders geplant gewesen, Leute. Ich glaube, man sollte einfach nur hier rüberlaufen. Hier fehlen 2 Blöcke. Ja gut, ich glaube aber, man sollte halt hier rüberlaufen, dann einen Effekt abgeben, aber irgendwie passiert hier nichts. Wir haben heute echt viele Fails hier von euch gesehen. Daten D hat das anscheinend gebaut, okay. Oder es ist halt einfach noch nicht fertig, das kann ich ja halt auch nie wissen, ne? Dass er noch am Bauen war, der Arme. Und wir sagen jetzt, er hat es verplant. Aber vielleicht war er noch gar nicht fertig. Ist hier überhaupt noch was? Ich glaube, man kann hier auf dem Baum drauf. Aha, das sieht doch schon irgendwie irgendwo richtig aus, oder? Oder was sagt ihr? Dann hier so ein Jump'n'Run nach oben. Ist das richtig? Keine Ahnung, Leute. Ach nee, warte mal, hier geht's ja auch runter. Ah. Das ist aber irgendwie auch nicht richtig. Oder was zur Hölle? Das ist ein. Ah. Hä, aber was soll das bringen? So, jetzt sind wir ja hier. Ach, da kommt man, glaube ich, sogar da rein oder machen wir hier das Jump'n'Run? Ich springe erstmal hier rein, weil ich dann hier in diesem Raum bin. Alles klar. So, jetzt ist die. Es ist alles. Hä? Ah, ist das so gewollt? Nee. Was zur Hölle ist hier heute los? Also, da steckt irgendein Sinn hinter. Aber ich weiß nicht welcher. Soll man dann hier rein. Nee. Und das Jump'n'Run, was ich hier machen wollte, ist das irgendwie sinnvoll?
Oh Gott, ich glaube nicht, oder? Man kommt aber auf jeden Fall hier aufs Haus drauf. Aber hier ist auch nichts. Also, ah doch. Ah, Moment, was ist hier? Rette mich. Ich glaube, ich habe ihn gerettet, oder? Hier, komm, ich nehme dir deine Sachen ab. Und deinen Kopf nehme ich dir auch ab, Pet. So, ich habe ihn gerettet. Aber jetzt die Frage, ist hier drin noch was? Nee. Ey, heute habe ich echt den... Ich weiß, ich bin heute verwirrt. Oder bin ich lost, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir haben natürlich trotzdem ein paar Fallen gesehen. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben.